Vessel of Hatred heißt das neue Add-on für Diablo 4. Wir gehen natürlich direkt rein und schauen, was es Tolles zu entdecken gibt. Und das ist Heidi Kabel. Wir erinnern uns mit Freuden an sie. Sie ist unsere Jägerin, die wir viele Stunden durch das Hauptspiel von Diablo begleitet haben. Natürlich ist sie Stufe 50. Aber wir wollen heute nicht Heidi wieder aus dem Heldenregal rausholen und den Staub von ihren Lederstulpen kloppen, sondern wir machen einen neuen Charakter, weil es gibt nämlich den Geistgeborenen jetzt und den wollen wir uns natürlich jetzt einmal anschauen und überlegen dann, ob wir zu einem späteren Zeitpunkt Heidi doch wieder zum Einsatz bringen. Wir können uns einmal den Trailer anschauen gemeinsam. Einige meines Volkes werden Geistgeborene. Als Kinder stellen sich die vielversprechendsten dem Urteil im Nebel. Unsere Prüfung beginnt und endet mit Schmerz. Wer nicht auserwählt wird, ist verloren. Für die Schwachen enden alle Pfade hier. Für die Würdigen führt dieser Pfad zu unbegreiflicher Macht und der heiligen Würde, sie für Gutes zu nutzen. Die sterbliche Welt vermag uns zu brechen. Unsere Herzen, unseren Verstand, unsere Säbelzahnjaguar. Doch da ist noch eine, die uns mit Mut erfüllt. Wir kennen keine Furcht. Wir sind ohne Gleichen. Die alten Wächter der formlosen Lande sind stets bei uns. Ihre Macht ist unsere Macht. Ihr Ziel ist unser Ziel. Wir knüpfen unzerstörbare Bande im Reich der Geister, um die Schrecken in diesem zu besiegen. Denn wir sind Geistgeborene. Tadam. So, so sieht er aus. Und wir werden diese Klasse direkt bestätigen. Und gehen mal rein. Wir haben jetzt mit Heidi Kabel einen weiblichen Charakter gespielt, deswegen nehmen wir diesmal einen männlichen. Oh, guck mal, es gibt hier so ein paar Voreinstellungen. Gott, der sieht aus wie so ein Kelte, oder? Ich finde ihn ganz geil. Ich finde, er passt so ein bisschen in die Welt, aus der er auch kommt, irgendwie. Das sieht irgendwie ganz passend aus. Nehmen wir doch mal den hier. Natürlich sehr hohe Haare, aber er wird ja eh irgendwann einen Helm haben. So, fertigstellen. Willkommen zur Saison des aufsteigenden Hasses. Reichwandler tötet diese hühnerhafte Dämonen, um ein Portal zu einem brodelnden Reich zu öffnen. Brodelnde Reiche wählt einen Pfad und schließt den Dungeon ab, um einen brodelnden Opal zu erhalten. Brodelnde Opale, mächtige Verbrauchsgegenstände mit einem Stärkungseffekt eurer Wahl. Verderbte Brunnen der Reflexion findet und läutert all diese Becken, um mehr Erfahrung zu halten. Okay, so. Wir spielen natürlich nicht Hardcore, weil wenn wir dann sterben, sind wir für immer hinüber. Der braucht noch einen Nachnamen. Namen braucht er nochmal. Wie heißen die denn? Montezuma? Henry Wahl? Klaus Kabel? Nee, das muss ja auch... Man darf ja keine Leerzeichen haben, oder? Darf man Leerzeichen bei Diablo? Nee, darf man nicht. Montezuma, Christian Kabel. Klaus Liane. Klaus Liane. Liane finde ich ganz lustig. Liane. Warte mal, was kann man aus Bruce Liane. Bruce Liane? Bruce Liane? Hans Albers gefällt mir auch sehr gut. Bruce Liane passt auch gut, weil er ist ja auch ein Nahkämpfer. Deswegen Bruce Liane finde ich sehr gut. Los, let's go. Wir nehmen normal. Die Welt, die ich kannte. Mit rein, sie kommen. Mit rein steht dein Weg offen. Und eine neue begann.
Am Anfang standen Lilith und Inarius, die Schöpfer Sanctuarius. Beide hatten sie ihre düsteren Pläne mit der Menschheit. Vor allem Lilith. Die Erlösung liegt nicht im Licht, sondern in euch. Unsere einzige Hoffnung war ein Wanderer, der das Dämonenblut gekostet hatte. Dieses Band mit Lilith wurde der Schlüssel zur Zerstörung ihrer Pläne. Andere stießen dazu, darunter auch ich, Lorat, und mein alter Freund Donan sowie Nayrel. Wäre es nur anders für sie gelaufen. Lilith genügte es nicht, die Menschheit zu ermächtigen. Dieser Schlüssel öffnet mehr als nur die Tore der Hölle. Er öffnet uns den Weg in die Zukunft. Sie wollte ihren Vater verschlingen, Mephisto, den Herrn des Hasses. In der Hölle wiedergeboren. Er ist noch schwach, verletzlich. Ich muss schnell handeln, bevor er sich widersetzt. Liliths Erfolg hätte unseren Untergang bedeutet. Uns blieb keine Wahl, als ihr in die Hölle zu folgen. Auch der Engel Inarius und seine Kathedrale des Lichts waren ihr auf den Fersen. Eine Armee aus Schafen, angeführt von einem irren Löwen. Der Narr glaubte sich erwählt, Lilith zu töten. Die Himmel werden dich nie mehr erhören. Nein! Es gab noch eine weitere Macht, die an den Fäden des Schicksals zog. Mephisto selbst. Er schickte einen Herold, dem Wanderer zu helfen, Lilith zu jagen. Natürlich nur um seiner selbst willen. Vielleicht erwartete er, dass wir gemeinsame Sache mit ihm machen. Euer Leben und das der gesamten Menschheit hängt von euren nächsten Taten ab. Weltweise. Stattdessen schloss Nayrel Mephisto ein. Damit beraubte sie Lilith der Macht, nach der diese lechzte. Was wohl in der Dämonin vorgegangen sein muss. Natürlich kochte sie vor Wut. Aber war da noch mehr? Spaghetti. Beul, Trauer. Vor ihrem Ende warnte sie uns vor einer dunklen Zukunft. Ohne mich hättet ihr keinen Sieg errungen. Nayrel brach auf, um Mephisto endgültig zu besiegen. Sie hatte das Herz am rechten Fleck, doch sie trug eine schwere Bürde. Lilith war gefallen. Tja. Aber unser Kampf gegen die Hölle hatte gerade erst begonnen. Das ist ja auch ein Never-Ending-Kampf, ne? Also wenn man Diablo spielt seit Diablo 1, dann fühlt man sich irgendwann natürlich auch ein bisschen veralbert, weil ja ständig die Höllenkräfte die Welt in den Untergrund zu ziehen drohen. Und sie kommen ja einfach immer wieder. Hey, Mädchen. Alles in Ordnung? Nayrel? Es geht dir schlecht. Bitte, 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 mein Kind, lass mich helfen. Nayrel! Habe ich dich so erzogen? Nein, Mutter. Aber ich muss diese Last alleine tragen. Ich muss zu Akkarats Gruft. Sieh dich an. Du bringst dich noch um. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch... Ruhig. Ne? Ich bin hier, kleines Vögelchen. Ich habe dich so vermisst. Ich bin so stolz auf dich. Aber... Jetzt, geh bitte. Oh, das ist gemein. Nein, nein, nein. Natürlich seid ihr das. Ja, so ein Dämon ist natürlich auch nicht einfach. Loslassen. Nein.
so einzufangen. Entschieden. Und ich hatte euch, kleines Vögelchen, vor den Konsequenzen gewarnt. Gebt auf. Nein! Ich kontrolliere den Stein! Ihr besitzt den Stein. Ihr kontrolliert nichts. Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht brauche ich wirklich etwas Hilfe. Ja. Upsi. Die ganzen Fische sind natürlich, wahrscheinlich ist es hier von dem Stein da diese Teersuppe in den Fluss getropft und hat einfach alles verseucht. Ah, los geht's. Ihr habt einen Gefährten erhalten. Rüste euren Gefährten in der Kommode aus und passt sein Aussehen dort an. Oh ja, super. So, das sind wir, nicht wir. Das sind wir. Ja, dann schauen wir doch mal uns um hier, wa? Da können wir erstmal. Uns hier den Ort anschauen. Wo sind wir denn hier hingekommen? Guck mal hier, wir sind in. Kiowa-Shat. Das sind die verschiedenen Quests. Die nehmen wir natürlich erstmal alle an. Hier ist die Kommode. Die sind die Okkultisten. Das ist der Stallmeister. Ja, dann. Hier, wo ist da? Ist der erste Questgeber. Naja, Bosan ist noch immer unterwegs, um Menestat unsere Zehntforderungen zu überbringen. Vielleicht könntet ihr da draußen nach ihm sehen und herausfinden, wieso er so lange braucht. Die Kathedrale braucht ihr Geld. Ja, was machen wir? Versprochen. Dann nehmen wir den nächsten Questgeber auch direkt mit. Hallo Leute. Ich weiß, was ihr seid. Josef hat mir davon berichtet. Er hat mir über Nevesk Bericht erstattet, über das Blut, über eure Vision. Ihr glaubt, ihr wäret gerettet worden. Das Blut eines jeden Dämons lebt. Es wird euch von innen zerfressen, bis nur noch sie übrig ist. Geht nach Nevesk. Los! Dort werdet ihr die Wahrheit sehen. Machen wir. Master Mikesh sagt, wenn du einmal kurz mit deinem alten Char reingehst, wird die Map für deinen neuen wieder aufgedeckt. Ach echt? Pfui! Könnte ich euch in die Hölle verbannen, tät ich es. Aber ihr würdet mich für den bloßen Versuch umbringen. Es soll niemand sagen, Josefs Martyrium sei umsonst gewesen. Solange die Dämonin in eurem Herzen haust, seid ihr ein Schandfleck in Kiowa-Shat. Das tue ich also nicht für euch, sondern für meine Gemeinde. Gut. Ich spiel's jetzt mit Maus und Tastatur. Ich sage die Wahrheit. Ich habe gesehen, dass mein Nachbar ein Buch über verbotene horadrische Magie liest. Er will Chaos stiften. Das finde ich in Ordnung. Natürlich, natürlich. Das hat nicht zufällig etwas mit dem Gold zu tun, das ihr ihm schuldet. Hören Sie auf. Ich habe mit Heidi mit Controller gespielt auf dem PC, weil es erstaunlicherweise mehr Spaß macht. Vater Inarius hat sich selbst geopfert, um Lilith. Entschuldigen Sie, ich muss mit dem Questgeber sprechen. Um uns. Die neuen Milizrekruten trainieren Tag und Nacht. Sie haben etwas Lob verdient. Aber ich kann nicht zulassen, dass sie mich als Weichling sehen. Würde es euch etwas ausmachen, sie für mich anzufeuern?
Schnelles Geld für euch, mehr Selbstvertrauen für die Rekruten. Und ich bleibe weiterhin ein... Also das sind die alte Quest hier, ne? Alle Beteiligten gewinnen. Ich erledige das. Genau. So, wie komme ich denn jetzt in meine Heimat? Dafür muss ich die Hauptquest annehmen, oder? Hier, da muss ich... Warte mal kurz. Ich will ja nicht hier den ganzen Quatsch machen. Ich will ja jetzt direkt ins neue Gebiet. Ja, erstmal das. Erstmal gehen wir den Hundimann holen. Da da da. Der ist hier. Den nehmen wir natürlich mit. So ein Tropenhund. Er kommt ja schon aus dem Amazonasgebiet, ne? Wuff, wuff. Ja, super. Unser treuer Freund. So, jetzt haben die gesagt, ich kann hier irgendwas machen am... Huch. Ah. Der Gefährte. Ist hier irgendwas in meiner Truhe noch drin? Nee. So, jetzt können wir ja gucken. Ausrüstung, was haben wir denn? Verschiedene Varianten. Das sieht doch hier sehr stimmungsvoll aus. Das ist hier, guck mal, das sieht sehr amazonisch aus alles. Hier das auch. Das passt doch am besten zu ihm. Das hier vielleicht. So. Die Stulpen. Passende grüne Stulpen. Ist natürlich klimatisch nicht unbedingt adäquat, aber ist uns doch egal. Hier, guck mal, das so muss er aussehen. Ja, das ganze Set legen wir jetzt an. So, das, so sieht das aus wie bei Apokalypto. Finde ich. Okay, dann, oh, guck mal, wir können so noch die Farben, aber das finde ich alles gut, wie es ist. Aber das ist so ein bisschen bunt. Guck mal, sieht auch nicht schlecht aus, oder? Ja, wir lassen das in dem schönen Grün. Da, Standardfarbe. Standardfarbe. Hätte ich das wahrscheinlich auch einfacher haben können. Das alles zurücksetzen. So machen wir das. Finde ich, sieht gut aus. Aussehen bestätigen. Da haben wir noch nichts. Gefährten. So, jetzt können wir uns den Hund hier... Ach, guck mal, das ist ja noch ein Welpe. Oh, ein Tijo! Schneeleopard. Oder halt so ein... Ich finde ja... Den nehmen wir, das passt am besten zu ihm. Auch wenn es eigentlich ein Jaguar sein müsste, das scheint mir ein Tiger zu sein. Ich finde, er müsste ein Jaguar sein eigentlich. So würde das besser passen. So, Dankeschön. Haben wir gemacht. Sehen wir doch super aus. Dann, ja, Pferd. Was ist hier mit Pferd und so? Gepferden. Hier war der Stall. Können wir hier schon was? Lasst euer Tier hier. Wir nee. Sorgen dafür. Ja, unsere Katze. Guck mal, da ist die aus. So sieht die schon wieder eher aus wie ein Jaguar. Ja, das ist doch. Oh, das ist ein Leopard. Also von der Fellzeichnung her. Ich würde fast sagen, das ist ein Jaguar. Und Pferde nehmen wir mal mit. Das passt doch eigentlich ganz gut. Huch. Ja, nehmen wir. Und ja, nehmen wir. Nehmen wir. Alles, volle Pulle. Achso, muss ich mich eigentlich entscheiden? Kann ich die Katze... Oh, warte, ich kann die Katze auch reiten, ne? Ja, aber holla, die Waldfee nehmen wir die Katze, natürlich. Sowas von... Ja. Gib mir.
Aber oh, wie kann man nochmal die Katze da auf Z ist das hier? Ich habe wie gesagt mit Controller gespielt. Yes, guck hier, geil. Oh, das ist doch jetzt mal passend. Sehr geschmeidiges Getier. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal in Richtung der gelben Quest. Wir wollen uns hier gar nicht lange in diesem Ort aufhalten. Sie haben ihn verbrannt. Er hat sich ausgeliefert und die verdammten Ritter haben ihn verbrannt. Lasst sie. Sie hat schon genug gelitten. Ich werde euch sagen, was ihr wissen wollt. Es hat gestern Abend beim Glockenläuten begonnen. Ja, ich muss die Rüstung nochmal ausrüsten. Das T-Shirt machen wir gleich. Ah, jetzt geht's los. Seht! Die Mutter Oberin Prava und der verbrannte Ritter Uriva! Die einzigen Überlebenden der Schlacht am Höllentor! Heute versammeln wir uns, um ein neues Zeitalter heraufdämmern zu sehen, das der Mut und die Opferbereitschaft unseres Vaters Inarius ermöglicht hat. Uriva und ich sind aus den Tiefen der Hölle zurückgekehrt, mit dieser Botschaft und den Narben unserer Prüfungen, um zu zeigen, dass unsere Entschlossenheit unerschütterlich ist. In der Hölle wurde ich durch Kampf und Flammen geläutert. Zweifel und Laster wurden verbrannt. Aber ich wurde schließlich gerettet. Das ist gut, das war mir wichtig, dass er gerettet wurde. Nicht dienen dasselbe tun. Dieser Mann ist ein Söldner. Dem Dienst des Mörders Lorat verschworen. Er hat versucht, das Horadrim-Mädchen Neyrel unserem Urteil zu entziehen. Ein Mädchen, das uns alle in Gefahr bringt, indem es ein Stück desselben Bösen trägt, das ich in der Hölle bekämpft habe. Seid ihr bereit, eure Sünden zu bekennen? Und zu uns ins Licht zu kommen? Ja, ich bin bereit. Seid gesegnet, Mutter Oberin, ich danke euch. Im Namen des Heiligen Vaters leiste ich meinen Schwur. Gebt ihn frei. Bei allem gebotenen Respekt, ehrwürdige Mutter. Vater, ach, spiel mal ein bisschen leiser, Gnade lauter. War groß. Doch hat er nicht auch Gerechtigkeit gepredigt? Wo also war die Gnade für Josef, als Lorat ihn abschlachtete? Uriva. Was sagt es über die Kathedrale aus, wenn wir zulassen, dass solche Sünden ungestraft bleiben? Weder Lorat noch das Mädchen wurden bisher gefunden. Wir haben nichts gewonnen. Also sagt mir, sind wir ihm Gnade schuldig? Oder doch Gerechtigkeit? Gerechtigkeit! 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 Nein, nein, bitte! Ich habe euch alles gesagt! Ich habe meine Sünden bekannt! Nein! Ihr seht selbst, seine Sünden waren zu groß! Zu tief! Und sein Glaube war nicht stark genug, ihn zu retten! Das Böse wird in Sanctuario nicht weiter geduldet! Und wir werden den Himmel zeigen, dass wir würdig sind! Was eine Rede! Was eine Rede! Die getreuen Inarius sollen keine Tränen für Sünder vergießen. Was soll man dagegen unternehmen? Habt ihr keinen Anstand? Verschwindet!
Und ihr? Ihr seid das Schoßhündchen, das Brava zurückgelassen hat. Redest du mit mir? Redest du mit mir? Talking to me? Welch trostlose Existenz ohne Glauben. Das ist das Problem an euch und den Horadrim. Solches Gedankengut führt immer zu Hochmut. Und der kommt bekanntlich vor dem Fall. Für Lorat ist das nicht unbekannt. Er hat seinen eigenen Bruder beerdigt. Hat diese kleine Göre Nerell verjagt. Den einzigen Trost findet er nur noch am Boden einer Flasche. Seid vorsichtig, Wanderer. Nach euch beiden dürstet das Urteil. Und außerhalb der Stadtmauern kann nicht einmal unsere Mutter Oberin seiner Hand Einhalt gebieten. Das kranke Schwein hat sicher schon seine Fanatiker auf Lorat gehetzt. Ich will hoffen, dass der alte Mann noch lebt. Wir werden sehen. Wir müssen... Oh, da holen wir uns mal das Reittier ab. Oh, oh, sieht das geil aus. Der Jaguar ist nice. Lass mich mal gucken. Genau, hier müssen wir runter. Jetzt holen wir uns noch mal kurz diese Rüstung. Wow. Der ist wirklich gut. Gut geworden. So. Bleibt achtsam, Reisender. Stark. Also wer da nicht beeindruckt ist, aber er wirkt schon wirklich sehr deplatziert hier in dieser Welt. Entschuldigung. Was? Was wollen die denn jetzt von mir? Keine Zeit. Tschüss, Entschuldigung. Autsch. Viele haben die Ritter umgebracht. Verzeihung. Sorry, sorry. Wenn ich mich entschuldige, Entschuldigung. War überhaupt nicht meine Absicht, Verzeihung. Oh fuck. Katze, wegen Katze, Katzers. Oh, das ist ja so süß, jetzt ist das ein kleines Kuh hier. Trotzt mir erneut und ihr schließt euch der Sünde des Verurteilten an. Ich frage nur noch einmal, was wisst ihr über Lorat Nah? Ich weiß, dass er ein Einzelgänger und ein Säufer ist, aber er verbrennt keine Menschen bei lebendigem Leibe. Schlüpfrige Worte von der Zunge eines Sünders. Ihr werdet büßen. Wollen Sie sich jetzt mit mir anlegen? Ich weiß gar nicht mehr die ganzen Tasten hier. All diese Leichen. Wir tischen den Wag sein regelrechtes Festmahl auf. Ich brauche mehr Zeit. Vielleicht brauche ich mal ein bisschen hier eine kleine Heilung. Ich muss erstmal checken, was ich alles kann. Okay. Autsch. Ja, schön mal der Explosion ausweichen. So, was ist jetzt? Ja, was soll das denn? Ich bin zu schnell. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin der Sohn des Jaguars. Guck mal hier, er ist der Letzte, der da umgeht. Er weicht zurück! So, okay. Alles klar. Das war ein wilder Kampf. Was haben wir denn da jetzt bekommen? Stiefel. Ja. Bitte tragen Sie die. Dann haben wir alle ein bisschen besser, ne? Und auch diese Cleave ist ein bisschen besser. Nehmen wir das doch. So, jetzt können wir uns hier was Feines aussuchen. Ich kenne den Charakter natürlich gar nicht. Was machen wir denn? Felsspalter erzeugt Lebenskraft, rast auf ein Ziel zu, verprügelt Gegner vor euch und verursacht 3 Schaden.
Euer dritter Angriff trifft Gegner in eurer Nähe und versucht 5 Schaden. Alles klar, was haben wir hier? Donnerstachel. Stoß mit einem durchbohrenden Schlag schnell nach vorne, verursacht 2 Schaden. Euer dritter Angriff durchbohrt weiter, verursacht 6 Schaden und verringert eure Abklingzeit. Was haben wir dann hier noch? Dreschen. Lebenskraft erzeugen 8, Glückstreffer schon 20%, stürzt euch auf euren Gegner und schlitzt ihn auf. Und verkümmernde Faust. Giftschaden macht das. Ja, also ehrlich gesagt, ich kann das natürlich noch gar nicht beurteilen. Wirkt jetzt alles für mich in Ordnung soweit. Was gefällt euch gut? Haben schon Leute unter euch gezockt und können eine Empfehlung abgeben? Dreschen finde ich vom Namen her allein schon fantastisch. Aber Gift mag ich auch. Also Gift ist schon gar nicht so schlecht. Donnerstachel, sagt Wächter. Hallo Wächter. Donnerstachel, alles klar. Ich vertraue Wächter, ich weiß, dass du ein Veteran bist. Machen wir das. Und dann, warte, dann können wir das können wir doch auch schon machen, oder? Das war's. Na gut, dann gehen wir mal rein. Oh, wer will was? Ey. Oh, der ist riesig. Lol, trifft er mich gar nicht? Ach ja, wie gar keinen Schaden. Ne? Erstmal hier die kleinen. So. Entlanger. Ey, ich bin auch gejumpt. Das trifft er auf einmal. Entflammte Richter. Oh, weg, weg, weg. Weg aus dem Feuerkreis. Noch ein bisschen eintönig. Ein Bewegungsmuster her. Weg, ich wollte weg. Was haben die eigentlich für einen wahnwitzigen Flammensperr? Oh, wie lange hat er noch nicht mehr lang? Yay! So, jetzt hagelt's hier aber Beute. Es hagelt Beute. Lass mal schauen, was haben wir denn hier bekommen? Zu Beginn wird man wahrscheinlich sehr oft austauschen. Hier, guck. Die ist deutlich besser. Oh, warte. Rüstung, ja, die dürfte schon besser sein. Die ist besser. Und die ist schlechter. Und dann bleiben wir mal dabei, verbessern den, oder? Jetzt sind wir schon... Ja. Loot, 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 Loot. Eine Jacke wäre gut im Schnee. Nee, ich trage die Hitze in mir. Oh, was ist los? Wer hat hier doch einen Augenblick früher eingetroffen? Ja, jetzt auch noch sich beschweren. Entschuldigung. Nein, gebrochene Schienbeine. Beine sind totes Gewicht. Ach. Ah, ärgerlich. Lorat. Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Bin zum dritten Mal hier, um ihn zu suchen. Dieses Mal wurde ich erwischt. Ich habe eine Nachricht für den alten Mann. Wir haben Nerell gefunden. Nerell? Ist sie in Sicherheit? Ein Freund von mir hat ein Auge auf sie. Der Stahlschmied Raher. Raher. Der größte Mann in Geakul. Er wird wissen, wohin sie gegangen ist.
Wanderer. Oh, wer ist sie? So viele Leichen und immer führen sie zu euch. Und wer ist dies? Ihre Beine sind gebrochen. Seien Sie gnädig. Die Mutter. Ich bin hier, um Hilfe zu erbitten. Der Horadrim, Lorat, war ruchlos, ja. Aber zuverlässig. Er ist nicht hier, wie ich sehe. Wo ist Nerell? Als würde ich jetzt antworten. Geht, Prava. Eure Ritter sind tot. Ihr müsst nicht zu ihnen stoßen. Meine Ritter? Was denkt ihr von mir? Ich schlage doch keine Frau halbtot. Das war Urivars Werk, nicht meins. Wer ist Urivar? Was wisst ihr von ihm? Er war nur ein Glaubensbruder. Ein Ritter, der durch die Hölle marschiert ist. Namenlos, gesichtslos. Ich wusste nicht, was er wirklich ist. Bis jetzt. Ein reuiger Mann betet um Vergebung und Urivar verbrennt ihn bei lebendigem Leib. In so einer Tat liegt weder Glaube noch Erlösung. Nur Selbstherrlichkeit. Ihr habt ihn nicht aufgehalten. Nein, habe ich nicht. Aber er hat einen Krieg um das Herz der Kathedrale begonnen. Jedes Leben zu retten bedeutet, den Krieg zu verlieren. Ich bin nicht eure Feindin, Wanderer. Nicht, als ich euch meinen Segen gab. Nicht, als wir gemeinsam Blut in den Straßen von Kaldeum vergossen haben. Und auch jetzt nicht. Euer Geist ist gegen mich vergiftet, das sehe ich. Aber irgendwann werdet ihr die Wahrheit akzeptieren. Alle Diener des Lichts müssen zusammenhalten, wenn sie nicht einsam in der Kälte sterben wollen. Es hat keinen Sinn, mit ihr zu reden. Geht einfach. Findet Rahir. Ich komme schon zurecht. Es ist immer so ein bisschen befremdlich, weil der Charakter ist ja niegelnagelneu und der hat ja noch nichts getan und alle behandeln ihn so, als wenn ich mit ihm das Hauptspiel schon gespielt hätte. Dabei ist der einfach gerade frisch vom Amazonas eingereist und muss erstmal mit dem Wetter klarkommen und weiß überhaupt nicht, was hier Phase ist. Ich bin nur eine Botin, Freundin eines Freundes. Kenne Lorat nur vom Hörensagen. Ich will sie natürlich retten. Ich kann dafür sorgen, dass man sie gerecht und gnädig bestraft. Lol. Nicht mit einem Blutbad, wie Urivar es zweifellos verlangen wird. Ja, das hat man ja gesehen, dass du das nicht verhindern konntest. Wenn wir ihn von dieser Bühne fernhalten können. Nun, das wäre für uns alle zum Besten. Weil die Kirche sich verändert. Ihr habt es gewiss gesehen. Was als Akt der Gnade begann, ist zu Sadismus geworden. Gnade. Ihr habt einen Priester geschickt, um Lorat zu ermorden. Ich habe einen Priester geschickt, um ihn zur Verantwortung zu ziehen. Lorat war es, der sich für Mord entschieden hat, nicht ich. Er hat die Exekution doppelt verdient. Doch in schweren Zeiten können selbst die größten Sünden vergeben werden. Ja, sie erzählt immer viel. Ne? Mir helfen? Sie wird mir eher die Kehle aufschlitzen. Und seht, das kranke Kind wurde vor das Allerheiligste gebracht. Ich kenne eure Angst, mein Kind. Auch ich habe sie verspürt. Ich werde ihr helfen, wie der Vater mir geholfen hat. Verlasst euch darauf. Akarat segne mich. Aber irgendwie glaube ich ihr. Ja, ist gut zu wissen. Dann können wir sie ja zurücklassen. Du, wenn ich nächstes Mal wiederkomme, hat die Frau gefälligst verarztete Beine und einen vollen Magen. Also. Können wir uns hoffentlich drauf verlassen. Oh, ist hier hinter vielleicht eine Geheimtür? Aha, aha, aha. Ich kenne mich doch aus. Ich kenne doch diesen Ort. Ich habe mir geschworen, nie wieder dieselben Fehler zu begehen, die ich mit Elias begangen habe. Sie ist ihm so ähnlich, dieser unbändige Idealismus, diese verdammte Arroganz. Er hat seine Lektion nie gelernt, hoffentlich bekommt sie die Chance dazu. Wo auch immer du bist, Kleine, verlier dich nicht. Ja, das kennen wir ja hier. Unser kleiner T-Jaw hier, der läuft immer mit.
Jetzt müssen wir... bis da? Sind die Dinger freigeschaltet? Ja. So, Klimazone passt hier deutlich besser. Ich habe diese ganzen Mini-Quests natürlich nicht gemacht, die ich zu Beginn angenommen habe. Zurück in die Reihe! Was? Wenn ihr hier rein wollt, werdet ihr auf Seuchen geprüft, wie jeder andere auch. Kann das sein, dass ihr nicht wisst, wer ich bin? Benehmen Sie sich. Gefälligst. Das Kamel ist ja super. Komm mal nicht rein. Hey! Schleichen wir uns von hinten rein. Ich habe es euch bereits gesagt. Es gibt keinen Platz mehr im Frachtraum. Bitte, ihr müsst ihn mitnehmen. Sie dürfen seinen Körper nicht kriegen. Hier, schau mal. Wer sie? Raffgieriger Schweinehundeabschaum. Hey, hey, hey. Kein Geld, kein Geschäft. Wenn ihr eine Klinge wollt, bezahlt ihr den Preis. Was hat er für im Angebot? Ich kaufe natürlich hier nichts, ne? Bin ich wahnsinnig. Das wird jetzt neue Gegenstände hageln. Aber ich könnte die alten Sachen hier verticken. Warum eigentlich nicht? Da haben wir gar keine Nostalgie. Einfach alles weg. Dankeschön. Wie viel Gold haben wir? 1070 Gold. Das ist doch schon mal eine Menge. So, ich möchte jetzt bitte sofort... Schmiedekunst, die eines Eisenwolfs würdig ist. Äxte, Rüstungen, Töpfe und Pfannen. Ruiniert nicht die ganze Arbeit. Ein Glückstag, mein Freund. Sieht aus, als hättet ihr ihn gefunden. Hoffentlich schickt euch nicht die Schusterin. So ein gutes Herz. Ich habe ihr mal den Türrahmen repariert und jetzt schickt sie einfach jeden zu mir, der einen Zimmerer braucht. Obwohl ich das nicht ganz... Ich bin wegen Nerell hier. Ah, dann seid ihr wohl ein Freund von Lorat. Kommt in meine Werkstatt. Manches bespricht man am besten ungestört und komfortabel. Das machen wir. Faye, wir haben Besuch. Ja, Papa. Der ist ja bislang ganz höflich, der Typ, oder? Kommt und setzt euch. Ich kann besser denken, wenn ich arbeite. Faye, vielleicht weißt du, ich suche... dies ist meine Tochter Faira. Wir können hier offen reden. Nicht wahr? Wie ich höre, habt ihr etwas von Nerell erfahren. Ja, unser Freund Lorat war hier auf der Spur. Aber er ist verschwunden. Hat nicht gesagt, warum oder wohin. Allerdings habe ich sie gesehen. Sie kam vor ein paar Wochen durch die Stadt. Wie wirkte sie denn? Ihr braucht nicht so vorsichtig zu sein. Ich weiß, was sie trägt. Und ich habe gesehen, was es sie kostet. Als ich sie zuletzt sah... wollte sie über den Fluss gelangen. Nach Nahantu. Was? Ihr habt sie einfach alleine losziehen lassen? Habt ihr nicht mal eure Hilfe angeboten? Was stimmt mit euch nicht? Holst du mir mal den Setzmeißel, Liebes? Ja, Papa. Faira ist ein Findelkind. Umstände halber, wenn nicht aus Vernachlässigung. Ich habe mir die Verantwortung für sie und das Wohlergehen dieser Stadt auf die Schultern geladen. So wie ihr, Lorat und Nerell, beschlossen habt, die Bürde der Schöpfung auf die euren zu laden. Ich würde das eine nicht gegen das andere tauschen. Würdet ihr das tun? Wohl nicht. Ihr habt zu viel Mitgefühl, mein Freund.
Aber das ist eine gute Sache. Was immer ihr braucht, wenn ihr in Geerkul seid, ich werde euch zur Seite stehen. Was ist jetzt los? Überfall? Sie sind zurück, Zeit zu kämpfen. Hier, nein! Achso, Faye, ja. Wenn es Schwierigkeiten gibt, dann gehe ich zum Versteck, wie du gesagt hast. Das ist mein Mädchen. So, raus da, verkloppen. Oh Gott, die flüchten, das heißt, in diese Richtung muss es Ärger geben. Wo sind sie lang? Lasst uns spielen. Ich habe nichts zum Spielen. Ah, warte, wo sind denn hier? Da, ich muss noch da. Ich bin, Entschuldigung! Ich bin falsch abgebogen, ich bin der Meute, wo sie herkam, hinterher ihr, ach, alles falsch gemacht. Entschuldigung! Ja, ich helfe. Bitte. Okay, jetzt machen wir auf einmal mehr Spaß. Hier, guck mal hier, das sieht ja schon sehr viel geiler aus. Lassen Sie den Mann in Ruhe! Oh, guck euch das mal an. Schon recht blutig, Alter. Wie viele sind es? Mehr als gewöhnlich. Das Tor wird nicht halten. Ich mach das schon, geht weg. Nein, ich bin da. Keine Sorge, da den Großen, der gehört mir. Der Große gehört mir. Ich regel, keine Sorge. Ja, ich mach. Richtig blutig alles, oder? Metzelig, blutig, Horror. Action. Und da kommen die alle raus, die sich vernichten. So. Ihr seid so rauflustig, wie Lorat gesagt hat. Richtig. Aber dies ist noch nicht vorbei. Kommt. Ich komme. Aber vorher werde ich meinen Skill weiter verbessern. Wo ist er hin? Ja. Üble Dinger. Nur Schleim und Knochen. Gar nicht. Die Infektion ist in der Hantu ausgebrochen. Wir können sie nur eindämmen. In der Hantu? Ihr sagtet, Nerell sei dorthin unterwegs gewesen. Ich muss ihr nach. Ich weiß. Und ich verspreche, dass wir sie finden werden, sobald Geerkul sicher ist. Okay. Zerstört leeren Befleckungen im östlichen Becken. Stufe 6. Oh ja, am Anfang levelt man so schön schnell. Der Typ ist ein bisschen mächtiger als ich, muss ich leider eingestehen. Zurück in die Hölle mit euch. Alles. Fleisch, Ausrüstung. Zur Hölle nicht mal das Gras wird verschont. Warte, da kommt irgendein Spatzer raus. Leere Befleckung, verschwinde! So, sehr gut. Wir sind einfach richtig gut unterwegs. Niemand wundert sich, dass Heidi nicht da ist. Keiner fragt nach Heidi. Also Bruce Vianne ist ja auch eine Koryphäe auf dem Gebiet. So, Dämonenvernichtung. So, hier ist noch so ein ekelhafter Pestilenzknoten. Schäumer heißt der. Wird ein Dutzend gerettet. Ja. Ich brauchte keine extra Motivation mehr, aber das hilft natürlich. Oh, hier, der ist groß. Oh, Schuss. So. Erstmal wieder reinkommen, ne? Ist echt lange her. Hier ist der nächste Knoten. Zu
Beginn natürlich mit einem Skill nur, den wir haben. Alles ein bisschen lame. Aber es sieht schön düster aus, finde ich. Richtig gorig. Das war die Übung. So. Und einer noch. Was sind das für Sachen? Ernte südliche Weite. Da kommen sie. Da der Große wieder. Früher oder später bekomme ich bestimmt auch einen Skill, dass ich, wenn ich mich bewege mit der Leertaste, dass ich dann durch Gegner durch kann und den Schaden mache oder so. Verhackung! Die Fäulnis ist stark im Osten. Knarzen wir sie aus, damit sie sich nicht weiter ausbreitet. Okay, ich bin dabei. Was haben wir hier? Was brauchen wir? Oh, nehme ich. Hier müssen wir lang. Ja, so ein schöner Area of Effect Spell finde ich da immer sehr sinnvoll. Also Gegnerhorden haben wir aber nicht. So, hier ist der nächste. So, Kampfstab, schnell looten, die Zeit muss sein. Oh, hab ich da was in den Eingang? Ja. Und stirb! Sehr gut. Wir räumen richtig auf. Das ist schon ein bisschen befriedigend. Das ist die schönste Slot-Maschine, die es so gibt. Diablo. Also der Speer ist schon ganz nice, wenn die so in einer Reihe stehen. Macht der schon okay einen Schaden. Er hat diesen geilen Jam, barbaren Sprung. Dann den letzten da oben. Gut, gleich haben wir die Kategorie voll. Oh, was war das? Hier, voll. Er kann auch ohne mich klarkommen eigentlich. Er braucht mich gar nicht. Mal kurz gucken, was haben wir hier Neues. Besser. Ja, ich würde gerade sagen, kannst du mal ganz kurz mich beschützen? Ich wollen mir neue Sachen anlegen. So, das ist schlechter, besser. Oh. Ah, deutlich besser. Oh, der hat sogar einen Dings-Slot hier. Einen leeren Sockel hat der. Lockchance 20%. Man braucht eigentlich am Anfang gar nicht so lange gucken. Es geht so schnell. Oh, die Krone hier, guck. Oh, prächtig. Passt sehr gut zu uns. So, gleich gibt es einen neuen Skill.
mal schauen, in welche Richtung wir dann gehen. So, hier unten ist die Ekelhaftigkeit. Da. Gute Reichweite haben wir. Gut gemacht. Dankeschön. Zur Brücke. Dort sind die meisten leer. So. Auf zur Brücke. Ih, das hat mir. Die Kuh ist hier einfach. Das ist völlig egal. Diesem Ritt ist alles egal. So, dann hier. Und hier rechts. Es kommen immer mehr. Ich helfe. Wir werden hier sterben. Nein, ich bin da. Es ist Raher. Ich bin auch da. Und zwei Wachen? Wo sind die anderen? Sie hören nicht auf. Mit jedem Getöteten kommen zwei weitere. Wir sind als einzige übrig. Verstehe. Beruhigt euch. Wir fechten diesen Kampf durch und dann spendiere ich eine Runde. Hört ihr? Aber jetzt gibt es nochmal einen schönen Kampf. Ja, wir sind schon gut unterwegs. Heidi würde natürlich stolz sein auf uns. Die hauen ab. Ey! Es kommen noch mehr. Problem. Ja, ich bin da. Alles gut. Ich bin da. Keine Sorge. Beschützt euch. Macht schon Spaß, die mit dem Speer so zu durchbohren. Ist schon ganz befriedigend. Lass mal hier die Leute ran. So. Da ist noch einer. Ruhig Blut. So, komm hier. Ah, spratzt die so richtig weg. Oh, was ist er denn hier für einer? Hi, 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 hi. Oh, was ist hier los? Da wollte ich gerade noch raus aus der Pestilenz. Ja, los. Der spuckt wieder neue Leute aus hier, unglaublich. Von dem erwarte ich aber gutes Loot, oder? Jo. Oh, neues Level. Was? Nein, wir haben es doch geschafft jetzt. Die Biester, durchhalten, Wache. So. Also, jetzt haben wir das, jetzt können wir hier noch was machen. Beschleunigter Donnerschlag, wenn ihr entrinnt, greift ihr dabei mit Donnerstachel an und macht Gegner 2 Sekunden lang verwundbar. Oder scharfer Donnerstachel, der dritte Angriff von Donnerstachel schlägt erneut zurück, zieht entfernte Gegner heran und schlägt sie 3 Sekunden lang nieder. Okay. Wenn ihr entrinnt, was ist entrinnt? Greift ihr dabei mit Donnerstachel an? Verwundbar ist immer gut, höre ich hier. Nimm erst Stachelsalbe. Donnerstachel, was? Oder meinst du hier unten? Da. Okay, Wächter sagt Stachelsalbe. Drin ist Ausweichen, na okay. Ja, ich glaube jetzt Wächter, ich muss immer einen haben, der mich so ein bisschen... Ich höre jetzt mal ein bisschen auf Wächter, der hat schon
Stachelsalbe, was haben wir denn hier? Schleudert 5 Federn, die Gegner durchbohren, wobei jeder von ihnen 7 Schaden verursacht. Ja, mag ich. Ja, sieht gut aus. Ja, das ist nice. Brauch aber viel von Lebenskraft, oder wie ist das? Ich habe keine Lebenskraft mehr. Sie haben keine Lebenskraft mehr. Fort. Wir werden uns erinnern. Das ist ärgerlich. Die Dinge stehen schlimmer, als ich dachte. Die Lehren sind stärker und zahlreicher denn je. Ich habe versprochen, euch zu Nereil zu bringen. Und das habe ich auch vor. Aber wenn die Lehren Geakul nochmal angreifen, wenn Faira... Ich verstehe. Geht, kümmert euch um eure Tochter. Danke, mein Freund. Wir treffen uns später und suchen Nereil. Ich schwöre es. Nereil war mit dem Boot unterwegs. Auf der alten Brücke müsste man einen guten Ausblick über den Fluss haben. Das machen wir. Was jetzt? Soll nicht, das bricht. Da ist das Boot. Mit dem Tentakelmann. Unsere Jaguar-Augen. Nichts entgeht ihm. Ist aber schnell Nacht geworden jetzt auch. Ah, der Typ! Mit der Dunkelheit im Bunde seid, habt ihr in den Augen der Kathedrale viel Gutes erreicht. Ich sehe ein, wieso Prava euch so lange geduldet hat. Aber wenn die Kirche überleben soll, dann muss sie streng ihre Grundsätze wahren. Entweder gelten die Regeln für alle, oder sie existieren gar nicht. Das schafft Vertrauen. Die Ketzerin Nereil entzog sich dem heiligen Richturteil. Alter. Mit genau dem Seelenstein, den sie von unseren Brüdern stahl, als diese sterbend in der Hölle lagen. Er ist ein ziemlicher Badass, oder? Wo ist das Mädchen? Warum sollte ich euch helfen, sie zu finden, Ritter? Ding aus Holz. Wie viele Leben wollt ihr gegen das ihre eintauschen? Ist ihr Leben mehr wert als seines? Oh nein, der Arme. Oh, ihr seid ihr Schweine. Haben die mir den Arm abgehackt? Oh, ihr feigen Schweine, ihr müsst jetzt alle sterben. Bastard. Was ein feige Sau. Niemand steht über den himmlischen Gesetzen. Brennt die Dunkelheit aus. Das wäre Heidi nicht passiert. Heidi hätte das zu verhindern gewusst mit ihrer Erfahrung. Tja, das ist halt der Preis, den man zahlt, jetzt jemand Neues, ein Novizen des Kampfes. Ich sah meinen Leichnam und aus meinem Mund kroch Hass. Ein Vater verbrannte seine Kinder auf dem Scheiterhaufen. Deine Mutter formte ein neues Zeitalter aus der Asche.
Ich sah, wie die Schwachen erstarkten, ein Rudel Lämmer, das sich an Wölfen labte, Tränen aus Blut regneten auf ein Wüstenjuwel und der Weg zur Hölle wurde in zwei gerissen. Bertolt Brecht. Dann kam ein Speer aus Licht und durchschlug das Herz des Hasses und er, der gefesselt war, wurde befreit. Aradmas Prophezeiung. So ein Glück. Bruce Liane wird im letzten Moment gerettet von einem Schamanen. Der Mann, der euch das Leben gerettet hat. Oder Eru, wenn euch das lieber ist. Eru, danke. Aber warum? Warum habt ihr mich gerettet? Tja. Ihr seid Geist geboren, genau wie ich. Wir kümmern uns umeinander. Was führt euch nach Nahanto? Ich suche nach meiner Freundin, Meirel. Sie ist irgendwo da draußen mit einem Gefangenen. Einem gefährlichen Gefangenen. Ich muss mich vergewissern, dass sie wohlauf ist. Dann sollten wir sie besser finden. So, da haben wir ja Glück gehabt. Die sind jetzt schon Stufe 9, also es geht verdammt schnell. Aufkeimende Feindschaft, ja, das passt ganz gut. Oh, ich habe was Neues bekommen. Legendary. Wollen wir erstmal gucken. Was ist das hier? Oh, Griff des Hasses. Der verfluchten Berührung, der legendäre Handschuh. Geschicklichkeit, maximales Leben, Ressourcenkonzentration, Glückstreffer, Chance von bis zu 28%, dass eure Fertigkeiten Gegner mit einem vampirischen Fluch belegen. Gegner, die an einem vampirischen Fluch leiden. Nein, 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 was habe ich gemacht? Entschuldigen Sie bitte, nein, 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 nein. Ich will es mal hier anziehen, den Spaß. Also verwundbar die von einem vampirischen Fluch gesammelten Seelen verursachen um 36% erhöhten Schaden. Ja. Das ist doch gut. So, das Ding ist... Ne, natürlich nicht. Logischerweise. Die sind ein bisschen besser. Die nicht. Oh. Ja, er hat zwei Sockel, aber die sind eh nur leer. Der ist ein bisschen besser, hat auch einen Sockel, Schaden pro Sekunde. Blockchance 20%. Der hat 5,4 Schaden gegen verwundbare Ziele, was natürlich gut ist, wenn man verwundbar verteilt. Aber wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt ist das, glaube ich, relativ egal. Da muss man sich gar nicht so lange mit irgendwelchen Entscheidungen aufhalten. Kann man einfach auf Gegenstandsmacht gucken und dann passt das schon. So, gehen wir weiter hier. Was machen wir als nächstes? Ah, das ist verwundbar. Guck. Macht Gegner 3 Sekunden lang verwundbar, wenn sie von mindestens 3 Federn gleichzeitig getroffen werden. Okay, das geht ja nur, wenn man direkt vor jemandem steht, ne? Nächster Rang. 3% Schaden nur mehr. Das ist natürlich blöd. Wir machen halt erstmal das. Okay. Alles klar. Weiter geht's. Dies ist Nahanto. Wer Hilfe braucht, der bekommt sie. Oder lehnt ihr sie ab? Nein. Gut, dann suchen wir am Fluss. Irgendwo muss es ja Spuren eurer Freundin geben. Ich bin dabei. So, ich fühle mich hier richtig zu Hause. Das ist genau mein Gebiet. Amazonas Action. Was? Wer sucht mich? Tschüss, Leute. Seid ihr Wahnsinn? Oh, ich bin echt gut.
Oh, guck mal, da kommt ein Oberboss. Ist er das schon? Der wird natürlich jetzt nicht direkt... Aber wieso... Das war ehrlich gesagt auch ein bisschen dämlich von diesem... Kirchen-Johnny. Ja, ich wusste es. Ich wusste, dass diese Gauner euch nicht töten können. Seid ihr befreundet? Warte mal, ey. Oh, lieber Fürst. Oh, oh, oh. Muss ja eigentlich verwundbar sein, oder? Autsch. Oh, der ist down. Ne, ist er down? Ja, das war gut. Was habe ich jetzt für tolle Items? Die sind besser, die sind besser. Diese ist eigentlich genau gleich. 14 Geschicklichkeit. Ressourcenkostenreduktion oder plus 14 Geschicklichkeit. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber es ist auch jetzt nicht so schlimm. Das ist natürlich Quatsch. Die nehmen wir. Ah, warte mal. Das ist. Die machen gleich viel Chance, Ressourcen. Ja, ich glaube, wir nehmen die. Okay. Ich habe nur eine meiner Gliedmaßen verloren. Aber ihr wurdet durchbohrt und ertränkt. Wie habt ihr das überstanden? Ohne mich hätte er es nicht. Ero hat mich wieder zusammengeflickt. Vielleicht könnte er euch auch helfen. Keine Heilung dieser Welt bringt mir meinen Arm zurück. Aber Rum könnte den Schmerz lindern. Ich befürchte, ihr braucht deutlich mehr als nur einen guten Schluck, um den Schmerz dieser Wunde zu lindern. Ihr habt recht. Es fehlt noch ein Ort, an dem ich ihn in Ruhe genießen kann. Ah, ich kenne da einen südöstlich von hier. Das ist natürlich einfach super gemein. Er ist halt ein super guter Schmied und jetzt hat er keinen Schmiedearm mehr. Es kann er nicht mehr Schmied sein. Es ist ja... Ja, noch so ein Stumpen da, das tut mir einfach wirklich in der Seele weh. Weil das ja auch einfach Talent ist, was jetzt der Stadt fehlt. Wer soll jetzt die Sachen schmieden? Ja. Oh. Hack, 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 hack. Aber dieser neue Skill ist ganz geil, um so... Gruppen zu kontrollieren. Man muss nur sehen, wo man ist gerade. Aber dann... Ist ja ganz geil. Seid ihr böse? Ja. Tschüss. Warte, warte. Erstmal kurz gucken. Hier unten ist neu. Ja, die sind... Aber mit Bewegungsgeschwindigkeit finde ich eigentlich ganz gut. Ah, alle 5 Sekunden ein Leben. Naja, ist zu wenig. Das nehmen wir auf jeden Fall und das ist jetzt hier keine große Verbesserung. Alles klar. So, wir gehen hier hin. Tschüss, Idiot. Wir werden von der Kathedrale des Lichts. Oh, das ging schnell, sehr gut. Nerell und ich, beide. Deshalb mag ich euch also. Aber jetzt kommen wir immer so schlank. Sollte ich nicht eigentlich als Dschungelgeborener verbündet sein mit allem, aber das ist ja eine Verderbnis, ne? Das ist ja nicht der Originaldschungel. Ah, das gefällt mir ganz gut, die Kombination dieser beiden Spells. Verschlossen. Natürlich haben sie es verschlossen. Alte Freunde, die zu gewitzt für ihr eigenes Wohl sind. In kaiserlichen Ruinen wie diesen findet sich immer eine Art geheimer Tunnel. Das ist die richtige Einstellung. Es muss einen anderen Weg geben. Den gibt es. Aber dafür müssen wir uns etwas beweglich zeigen. Keine Sorge, ich schaffe das schon. Kommt mit nach unten.
Hi. Ich gebe ihm am Anfang immer halt diesen Dreier-Dolch und dann ist er verwundet und dann geht das alles wunderbar weiter. So, hier runter. Hallo. Oh ja, aber seid wachsam. Wir wissen nicht, was sich dort eingenistet hat. Okay. Nichts wie rein. Dungeon, let's go. Uah. Scheiße. So, wir sind Freunde. Gut. Wir ballern hier einfach durch. Wir sind schon super mächtig. Kaum auszudenken, was Heidi machen würde hier mit denen. Was Geldes. Komm her. Gut. So, abgenutzte Tunika. Oh, meine Taschen sind voll. Vielleicht sollen wir einmal ein Town Portal machen. Was ist denn hier das Billigste? Hier sowas. Guck mal, das ist doch mal eine Verbesserung. So, können wir jetzt Town Portal machen? Okay, was machen wir als nächstes? Wir können das hier einfach noch weiter ausbauen. Oder eins davon machen. Die Federn von Stachelsäbel fliegen 50% weiter und auf euer Ziel zu, wobei sie über 0,2% zusätzliche kritische. Die beim Wirken hat. Oh. Bruder, Stachelsalbe schleudert 3 zusätzliche Federn und fügt jedem Gegner pro Treffer um 10% höheren Schaden zu. Oh, das ist doch gar nicht so schlecht. Also das finde ich ehrlich gesagt ganz geil, die vorteilhafte Stachelsalbe, weil wir haben ja auch das hier, wenn er 3 Federn gleichzeitig, und das ist natürlich einfacher, diesen Effekt zu erzielen, wenn wir einfach mehr Federn schleudern. Das gefällt mir. Das machen wir. So, jetzt können wir noch mal hier so ein Town Portal machen. Und jetzt gehen wir zu einem Händler und verticken dem hier einfach den Kram, den wir haben. Warte. Oder wir können das auch verwerten, ne? Können das auch hier. Warte. War das. Wie war das noch? War das das? Wiederverwerten? Genau. Oh Gott. Aber nur die jetzt unten. Jetzt da so draufdrücken, ne? Oder wie war das? Ja. Können wir die ganzen. Riesig gut zerlegen. Also weg. Nicht. Eine gute Ausbeute. Ich weiß nicht, ob das auch schneller gegangen wäre. So, jetzt können wir doch. Was ist das denn hier gesagt? Das kann ich nicht wiederverwerten. Okay, warte. So, jetzt können wir Gegenstand oder Rezept wählen, selten legendär. Jetzt könnten wir hier, aber habe ich nicht genug Ressourcen, ne? Können wir das hier noch verbessern, glaube ich. Reparieren. Alles. Okay. Ja, reicht eigentlich. Alle Gegenstände. Ja, okay. War vielleicht nicht so smart jetzt. Lass mich in Ruhe. So, haben wir schon irgendwas? Wollen wir irgendwas von dem haben? Okay. Asan. Licht. Reinige meine Haut von diesen Beulen. Okay, und ich schwöre,
bist. Es tut mir leid. Die Feldstiefel lasse ich da mal liegen. Oh ja, sehr schön. Da kommt doch einiges raus an Federn. Oh, gut. Wir schnetzen uns ja relativ erfolgreich durch, finde ich. Bislang sind wir noch nicht auf ernsthafte Probleme gestoßen, aber kann ja noch werden. Ist hier irgendwas? Nope. Okay. Gehen wir hier lang. Super viel Schlangen. Oh ja, geil. Ich brauche mehr Lebenskraft. Einfach komplett meine... Ey, was ist denn das jetzt hier? Das war schön. Die ganzen Pfeile da in die Menge reingeballert. Lass uns mal kurz gucken, was haben wir hier. Oh, schade. Nicht besser. Oh, Schwanz. So, hier müssen wir hin. Jetzt gibt es einen Kampf, oder? Oh, habt ihr das gesehen? Der erste. Haha, geil. Okay, nice. Das waren die Federdinger, da habe ich halt ihn so oft getroffen, dass er natürlich direkt richtig Schaden genommen hat. Ja, das ist schon eine gute Kombination. Gefällt mir. Ein Schuss. Oh, was mit dir? Er ist abgehauen. Dankeschön. Ich dachte, ihr werdet ein Heiler. Nein, überhaupt nicht. In erster Linie. Geht gleich mit mir. Oh, und wie oft beauftragen sie euch mit diesem Maß an Gewalt? Nur dann, wenn halt mit jedem Stich, den ich setze, kriege ich ja meine Secondary Lebenskraft Ressource aufgefüllt. Wir beide werden uns prächtig verstehen. Dann kann ich natürlich auch mehr meine Federn wieder einsetzen. Was ist denn hier los? Wahnsinn. Und noch einen Rundtreiberhelm. So, wir haben zwei Ringe bekommen. Die können wir natürlich jetzt direkt mal einsetzen. Widerstand gegen alle Schadensarten. Der ist ein bisschen besser für uns. Und das wird natürlich logischerweise, obwohl der gar nicht so schlecht ist. Aber wir haben hier Legendary, hallo? Ziehen wir weiter hinab. Ohne dicke. Ja. Hallo Leute! Ich brauche mehr Lebenskraft. Ich brauche mehr Lebenskraft. Einmal mit so. Tschüss. Ganz schön zahlreich. Oh, was haben wir hier? Schutzschwein. Ja, sehen wir. Ah, das ist ein sehr schöner Crowd Control. Oh, was ist das? Angriff. Ich habe kaum noch Lebenskraft. Ja, ist nicht schlimm. Oh. Alle weg, sehr gut. Weg, weg. Okay. Noch eine Runde. Wie denn noch? Zack. Könnt ihr eigentlich irgendwas erkennen oder ist das für euch viel zu unübersichtlich und wild? Ich kann mir vorstellen, so zum Zugucken, wenn man nicht selber steuert, das hilft einem ja ein bisschen den Überblick zu behalten, wenn man selber steuert. Ich kann mir vorstellen, dass es zum Zusehen gar nicht so einfach ist. So, was ist hier drin?
Oho, okay. Was kann der? Ja. Okay. Weiter geht's. Oh, warte mal, im Level. Hallo. Tschüss. Tschüss. Sehr schön. Ja, herrlich. Oh, da hagelt es. Rare Items. Oh, geil. Nice. So. Dann, was haben wir hier Feines? Also, ja, die ist besser. Und, guck mal, siehst du, schade. Angriffsgeschwindigkeit ist natürlich ein super wichtiger Wert. Oder später müssen wir die eh ersetzen. Die haben halt eine Halbwertszeit, die nicht sehr lange ist. Die ist auch ein bisschen besser und der nicht. Okay. Zu seiner Seele, es fühlt sich nicht richtig an, diese Legendaries einfach so zu ersetzen. Weil die sind eigentlich ja total selten. Aber dann wiederum wird es wieder anders abgemischt und dann sind sie überhaupt nicht mehr selten. Und dann verlieren sie natürlich auch an Wert. Was? Einfach reinballern mit den Federn, die sind super. Kannst du wieder leveln. Ja, wie echt schnell mit dem Level. So, kurz warten bitte. So, bringen wir zuerst den hier runter. Oh, hallo, geil. Rein da und sehr gut. Und dann. Wir rocken hier einfach durch. Ich habe kaum noch Lebenskraft. Ja, Hunger ist zurück, keine Sorge. Dungeon Number One. Noch gar kein Problem bislang. Ah, die sind super, die haben so eine schöne Reichweite auch. Die fliegen richtig durch den ganzen Dungeon hier. Guck mal hier, da müssen wir reinballern. Bam, bam. Ich habe kaum noch Lebenskraft. Sehr gut. Ob der mit Controller noch mehr Spaß macht, der Typ. Es ist einfach so herrlich stumpf. Ey, Diablo ist einfach so ein stumpfes Spiel, aber es macht halt auch Bock. So unfassbar stumpf. Es ist wirklich einfach nur eine imposante Slot-Machine. Nee, ist es nicht, aber es ist lustig. Immer das Gleiche, ne? Hm.
Warte mal. Hier oben waren wir noch nicht. Mich schläfert es ein. Ja, es ist echt ein bisschen... Es ist wirklich verdammt stumm. Verdammt stumm. Wir sind hier noch Leute. Ja, achso. So, hier runter. Dann hier hoch, links, hoch. Tap, 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 tap. So. Ja, und jetzt einfach nach oben. Hier waren wir noch nicht. Hack, hack, hack. Yay! Yeah, ich freue mich immer so Gegnergruppen. Da kann man so richtig rein spammen. Also irgendwann wird es natürlich von der Schwierigkeit massiv anziehen müssen, weil gerade können wir einfach wirklich hier durchmarschieren. Sackgasse. Dann hier rein. Brauchen wir nicht. Oh, jetzt haben wir den Endboss. Das ist so. Mein Gefühl ist, das ging verdammt schnell. Das ging verdammt schnell. Alter, ey. Okay. So fühlte sich das auch ehrlich gesagt gerade an die ganze Zeit. Leicht übermächtig. Es gibt 3 weitere Schwierigkeitsgrade, ja absolut. Wir spielen aber den normalen jetzt, ne? Aha, Sie haben das Seil zurückgelassen. Wir spielen den normalen Schwierigkeitsgrad und so ist es ja gedacht einzusteigen. Und wir spielen den Charakter auf Level 0 sozusagen, also... Ich in Erinnerung hatte. Schon... Ich habe mich hier während eines Monsunregens untergestellt. Ich auch. Nicht nur einmal. Perfekt für das, was ich vorhabe. Huch, ich soll mal mit ihm reden. Ach, mein Freund, das kann ich nicht. Die Ritter kennen jetzt meinen Namen. Und ich halte sie lieber hier als in der Stadt, wo sie sich meine Tochter oder ihren Vater vorknöpfen könnten. Seid ihr nicht der Vater eurer Tochter? Fahira ist gut versorgt, ganz egal, wo sie ist. Und sie wird euch sagen, dass ich ihr Papa bin. Aber ich kann hier an diesem Ort mehr vollbringen als in der Stadt. Ich zeige es euch. Begleitet mich ein Stück, Freund. Ich entriegle den Haupteingang. Vor Jahren habe ich von hier aus eine Söldnerkompanie geführt. Die Blasse Hand hatte damals wohl weniger zu verlieren. Doch nun klopft der Kampf an meine Tür. So, ich glaube, hier ist ein... Und ich bin euch als Söldner, als angeheuerter Schild, wenn man so will, sicherlich nützlicher als in der Rolle eines Schmieds. Vielleicht kann ich euch auch mit beidem dienen. Und mein Name hat noch immer Gewicht. Deine Schmiedehand ist leider hinüber. Die Söldner kehren eher zurück, wenn ich hier bin. Und ihr braucht ihre Hilfe, mein Freund. Ihr werdet es niemals bereuen, die Dienste der Blassen Hand in Anspruch genommen zu haben.
So, jetzt sind wir hier schon ganz schön weit. Level 14, also das ging wirklich schnell für Bruce Liane. Da ist er einfach mal so durchgerusht. Aber ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, um mal eine kleine Pause zu machen. Leute, das ist Vessel of Hatred. Das neue Diablo 4 Add-on mit dem neuen Charakter, diesem Geistwandler. Und es ist, was es bislang immer war, also ein stumpfes, aber spaßiges, blutreiches Geschnetzel, was nicht jedermanns Sache ist, aber wenn man drauf steht, dann ist es halt einfach more of the same. Es gibt sicherlich so ein paar Kleinigkeiten, die hier geändert worden sind, die ich jetzt noch nicht alle erfasst habe und mir auch nicht durchgelesen habe, die aber, glaube ich, jemand, der das richtig durchnerdet, sicherlich bemerken wird. Und ja, ich bin gespannt, wie geht's weiter. Ich habe ja durchaus auch immer die Story gespielt, jetzt auch im Hauptspiel haben wir ja auch schon auch ein Augenmerk auf die Story gelegt, andere ignorieren die komplett, weil sie auch eine gewisse Stumpfheit hat. Es geht immer um Dämonen, die mächtig werden und die Welt zu vernichten drohen oder zumindest in die Dunkelheit, ins Chaos und zur Hölle umzuwandeln drohen, und wir müssen das immer verhindern auf die eine oder andere Art, meistens auf die eine Art, nämlich alles umzubringen, was uns Dämonisches in den Weg kommt. Aber ich habe trotzdem die Story immer ganz gern verfolgt und vielleicht schauen wir irgendwann nochmal mit Heidi rein, einfach zu gucken, wie sie sich so schlägt. Aber für den Moment war es das erstmal. Das ist Diablo, Vessel of Hatred. Vielen Dank. Macht's gut, Leute. Ciao.